Jetzt ist aber das Problem, jedenfalls in Deutschland, und das wissen Sie besser als ich, es gibt viele Kirchenaustritte, es gibt viele Menschen, die im Grunde der Institution Kirche nicht mehr folgen wollen, die auch eigentlich nicht mehr richtig glauben, die also mit all dem, worüber wir jetzt schon lange gesprochen haben, nichts anfangen können. Nächstenliebe, Frömmigkeit, das sind zwar Begriffe, die kennen Sie, aber Sie leben sie nicht. Wie wollen Sie die eigentlich, wie wollen Sie die erreichen? Nicht nur jetzt in Bezug auf die Flüchtlinge, sondern natürlich auch für Ihr Dasein. Bevor ich jetzt selber da meine Überlegungen vorbringe, würde ich gerne Sie mal fragen, wie müsste denn eine Kirche aussehen, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, mit Ihnen zu reden, wie müsste denn eine Kirche aussehen, die ausstrahlt, wovon sie spricht, die Menschen gewinnen kann, die einladend ist, die Menschen dazu bringen kann, sich neu für sie zu interessieren? Wie müsste die aussehen? Das war so nicht abgemacht. Für mich ist immer wichtig, und das ist im Grunde wie der normale menschliche Umgang. Also jemand, dem ich auf Augenhöhe begegne, der mir Dinge nicht vorschreibt, der nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf mich blickt und auf mich zeigt, der die Nöte des Jetzt auch wahrnimmt. Also meine Zeit der Kirche war geprägt von immer in der Vergangenheit sein und niemals auf das Jetzt und das Vorwärts schauen. Das sind alles wichtige Aspekte, die für mich zählen. Also die Lebenswirklichkeit muss ich in der Kirche auch wiederfinden. Und ich bin früher häufiger mit meiner Schwester zu Kindergottesdiensten gegangen, weil die für mich lebendiger waren, weil die freier waren, weil die offener waren, auch fröhlicher. Manchmal hat man bei der normalen Kirche den Eindruck, ich war auch bei den Protestanten schon bei Messen, aber ich kenne natürlich die katholische Kirche besser, dass es eher bedrückend war. Das hat sich vielleicht verändert. Ich war relativ lange nicht mehr in der Kirche. Das wären Punkte für mich, auch dass die Kirche offen ist, auch für Kritik, dass sie streitbar ist, dass sie dass sie Dinge auch zulässt. Dass sie sich öffnet, denn nicht, weil ich selber in einer, sagen wir mal, flexiblen Partnerschaft lebe, aber dass sie sich den Homosexuellen gegenüber wieder öffnet. Dass sie geschiedene andere ansieht. Denn ich denke, wenn man wirklich die Lehre Gottes für sich inhaliert hat, dann sind all die Dinge, die ich jetzt angesprochen habe, eigentlich ein No-Go. Und alles Dinge, die selbstverständlich sein müssten für die Kirche. In meinem Blickfeld. Also das ist doch jetzt äußerst spannend. Was Sie jetzt da beschrieben haben, könnte es eins nach dem anderen durchgehen, gehört alles zu den Wünschen für die Kirche, die ich selber auch habe als Bischof.